Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zum nächsten Part von Far Cry 6. Liebe Freunde, wahnsinniges Ambiente, wie im Urlaub hier, der Sandstrand, Wahnsinn, der Hubschrauber, ja. Da bin ich kurz hergeflogen. Ja, Wahnsinn, oder? Da könnte man sich jetzt hinlegen und ganz gechillt hier Urlaub machen. Nein, wir sind hier nicht zum Urlaub machen da. Wir machen weiter, und zwar haben wir gedacht, ich orientiere mich da ein bisschen an den Zahlen. Ah, ich habe letztes Mal gesagt, oder, dass wir da bei der weitermachen, gleich vom letzten Mal. Ist ja egal bei uns, was haben wir, 15 Zuschauer im Schnitt. Ist ja lächerlich eigentlich. Aber für euch 15, oder, na gut, einmal klicke ich selber rein, sind es nur 14, um zu schauen, ob alles passt. Ja, machen wir jetzt mit ihr noch einmal weiter. Ist eh komplett egal, ist die Story. Die Story. 2,5, ja, komm. Gehen wir hierher. Welche Mission ist das? Hier, die oder was? Okay. Ja, passt auf einmal. Da werden wir einfach hier, warte, das werden wir markieren. Machen wir die Mission hier. Wie heißt sie überhaupt? Ein Treffen mit den Legenden. Ja, ein Absprung hier mit dem Wingsuit und dann schauen wir, wie weit wir da rüber kommen. Es sollte sich ja fast ausgehen, dass wir da ganz nach drüben kommen, eventuell. Wenn ich gleich den Wingsuit erwische. Verzeiht mir, ich bin noch immer etwas verkühlt. Vielleicht hört man es einmal generell, auch wenn ich hin und wieder mal huste. Kilometer, ja, ein Kilometer geht sich fast aus mit dem Wingsuit. Da müssen wir jetzt ein paar Sekündchen darüber gleiten noch, aber mit dem Berg könnte es kritisch werden. Also wenn wir den jetzt dann nicht umfliegen können. Schau mal, 800 Meter, aber gut, wir können, ich vergesse auch immer, erstens auf dem Supremo, ich glaube, den habe ich seit dem Anfangs-Tutorial gefühlt, glaube ich, nie mehr in Aktion gehabt. Ah, fuck, das ist von der Höhe her etwas blöd leider hier. Aber wir können uns ja unser Auto spawnen, glaube ich, deswegen. So, ganz so weit ist er nicht mehr dann. So, jetzt ziehen wir lieber nicht, dass wir irgendwo reinkrachen. Das mache ich ein paar Mal passiert und dann stirbt man einfach so. Okay. Da steht doch rein zufällig ein Auto. Das ist ja geil. So, warte. Nein! Ja, geil. Ich weiß aber nicht, warum ich jetzt eigentlich zum Prima gezündet habe. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, in meiner Angst. Ich brauche eine Karre. So, können wir. Die Waffe ist richtig geil, Freunde. Ich will eigentlich reparieren, ich will interagieren. Ah, das ist ein Lehrer, oder was? Okay, der bringt nichts. Na gut. Schade. Da stimmt was nicht. Ah, ich sollte ja eigentlich auch das. Ja, Kumpel, was ist denn los? Bronco-Taxi am Start, jawohl. So, let's go. Hin zur Mission jetzt. Ohne Ablenkung, weil er immer jeden Millimeter irgendwo eine Ablenkung. Dann spawnen die Gegner immer nach. Ja, hier einzeln auf der Straße ist mir egal, aber wenn ich in der Mission bin, eine Base clear und dann gehe ich von der einen Ecke auf die andere und wieder zurück. Und auf einmal sind die Gegner wieder da oder spawnen sie wieder. Dann, das geht mir ja richtig am Keks. So, wie schaut das auf der Map aus? Fahren wir da eh keinen riesen Umweg? Ne, passt schon. Und wieso er das Gas nicht annimmt, wenn ich wieder zurückkomme, das ist mir auch ein Rätsel. Da musst du immer noch mal komplett runter und wieder raufgehen. Wenn du oben bleibst am Gas, geht das gar nicht. So, und Freunde, bei der nächsten Federstation müssen wir auch schauen. Haben wir also bei der letzten Mission, bei der Zonenmission auf jeden Fall, haben wir ja. Ah, hier müssen wir her. Alter, jetzt während dem Fahren packt das Handy aus und ich sehe nichts. What the fuck? Künstler war Lorenzo.
Orks sind wie die Krabben. Harte Panzer? Scharfe Scheren? Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Wir kämpften vom Meer aus und gebaren die Revolution. Klar. Versteh schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Eine Guerriera muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege? Ich dachte, wir wären wie Krabben. Steuerung nach oben. Hallo? Ich habe das komplett abgegradet, das heißt. Ja, wir müssen leider ein bisschen nach unten halten. Aber wenn man es dann mal hat, schaut mal. Und es überhitzt gar nicht mehr. Ich habe, glaube nur. Ist da nicht unten die Anzeige nochmal? Dann funktioniert die aber nicht, oder? Ja, man kann ewig lange schießen. Ich habe das komplett auf 4 abgegradet, das MG da oben. Mehr geht nicht. Gut, los geht's, Freunde. Ich hoffe, ich muss nicht abrupt aufhören, weil ich erwarte nämlich jemanden. Mein Auto wird mir gebracht. Aber ich hoffe, wir können das hier irgendwie. Die Mission sollte sich noch ausgehen eigentlich. Beim Anblick. Deswegen werden wir das schnell abspulen. Achso, wo müssen wir hin überhaupt? Beim Anblick der Mauer von 67 ließ mich halt den Rücken rund. Jedes Mal hier bei den Spielen ist dann wieder auf einmal die Ding weg, die Markierung oder das. Da oben, da ist er wieder. Ghost Recon Wildlands. Nein, nicht Wildlands. Breakpoint, ist mir das aufgefallen noch ein paar Mal. Ach, du musst auch wieder mal reinzocken. Achso, es hat sich wieder gewechselt, okay. Gut, wir können ja mal. Sieht aus wie der Wasserfall von El Tigres Foto. Das ganze Weg da tun. Muss ich hoch. Okay, jetzt müssen wir klettern oder was? El Tigre, ich bin am Wasserfall. El Tigre, ich bin am Wasserfallbild. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. 3 Tage Verstecken zeigten sich aus. Okay, ich glaube. Ja, bam. Nochmal. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. 3 Tage Verstecken zahlten sich aus, als eine Fallschirmjägereinheit direkt in unserer Todeszone landete. Planung und Geduld sind die besten Freunde eines Guerilleros. Neben ein paar Handgranaten. Der Wasserfall war rot an diesem Tag. Du weißt schon, vom Blut der Soldados, die wir getötet haben. Das waren viele. Ja, versteh schon. Ja, 0815 Geschwafel hier. Aber ja, passt schon. Ach, Freunde, ich muss Valhalla auch wieder mal weiterspielen. Wer hat da Bock von euch drauf, Freunde? So, nee. Da wieder mal durchstarten. Ich muss mal selber rein, ob ich irgendwie Bock drauf habe, überhaupt generell. Okay, easy. Easy going. Hoppala. Falsche Taste. Also nicht falsche, aber er hat nicht eingeloggt vorher. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir da jetzt irgendwie. Ach du meine Güte. Das System ist ja auch eh so geil, wo du. Einfach darüber, oder? Nehme ich mal an. Ja. Lass mal ein bisschen runter. Einmal noch. Schwuppdiwupp, sehr gut. Dann nehmen wir das gleich mit hier. Dann geht's noch einmal hier, oder? Ach so. Ja, hier natürlich. Hier rauf. Gott sei Dank halten die sehr gut. Das ist ein Pfeil nach rechts. Das wird wohl auch stimmen. Ah, okay, alles klar. Einmal die Rutsche. Zu einem beliebten Wanderweg für schwitzende Touris. Sie besuchten unser Lager und ließen ihren Müll überall liegen. Sie haben Fotos gemacht. Vielleicht aus Versehen ein paar Dynamitstangen gezündet und zufällig den Weg blockiert. Dann muss ich ihn aus Versehen
freimachen. Haben wir schon die. Nein! Alter, ich Vollidiot! Schlampig! Alter, wo hänge ich jetzt? Oh ne, oder? Ah, fuck. Da kommen wir nicht drauf. Ah, schlampig. Schlampig, Freunde. Schlampig. Boah, Glück gehabt. Ja, das war etwas schlampig meinerseits. Da müssen wir noch einmal hin. Das hasse ich ja fast am meisten auch bei solchen Spielen immer. Gut, so weit war es jetzt gerade gar nicht. Zum Glück. Wenn man da irgendwo abstürzt, sich vorher damit müde und Ding und... Klettern ist alles gut und schön, aber... Wenn man dann immer so abstürzt, auch durchs eigene Verschulden natürlich, stellenweise. Aber das hier vorher, ich glaube, oder? Da ist das schon immer bitter. Ich meine, viel konzentriert, hier geht es ja eh einigermaßen, muss man ja fairerweise sagen. Ist jetzt nichts krass Schweres. Ja, geil, Birdie! Yes! Yes! Das sage ich's noch! Alter, bin ich behindert, das gibt's ja nicht, oder? Ach du meine Güte, Freunde. Ach du meine Güte. Es gibt ja nichts was zum Lachen für euch, da schneiden wir natürlich alles nicht raus, keine Frage. So, ich muss kurz schauen, wie weit mein Auto ist. Ja, dauert noch ein bisschen. Oh, sie haben Gnade mit uns, oder? Und wir sind nicht irgendwie ganz am Anfang. Wow. Oder doch? Haben wir jetzt eine Hilfe? Oh, ich glaube, wir sind ganz relativ weit unten. Ja, aber jetzt hier wieder bei der Liane. Ja, bravo, Bernie! Die 0815 hier Kletterrunde verpeilt. Rutsche, hallo. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer, aber ihr kennt das sicher auch hin und wieder mal, der eine oder andere von euch sicher. Ist eigentlich oft gar nicht so schwer und trotzdem gelingt einem irgendwie nicht. Haben wir einen Haken oder müssen wir darüber? Ja. Die Frage ist nur, können wir jetzt hier wirklich springen? Ja, oder müssen wir da wirklich den Wingsuit oder irgendwas auspacken? So, da kann jetzt eigentlich... Wie ist mir das vorher gelungen, dass er runterfliegt? Das ist ja auch, das hat auch keiner geschafft, glaube ich, hier in der Ecke. Alter, ernsthaft? Oh Gott sei Dank konnte ich mich noch festhalten. Jetzt ein behinderter Vogel, der hat mich angegriffen. Das hat mich gerade irgendwie komplett irritiert. Ernsthaft? Oder sind wir jetzt hier richtig? Eieieiei, Freunde, schaut's mal. War das jetzt mit Absicht? Jetzt haben sie mich aber noch einmal hier rangekriegt und geschockt. Oder... Hä? Hier könnte man echt verschwinden. Hier findet einen keiner. Wie kann die Luft gleichzeitig dick und dünn sein? Okay, Gott sei Dank. Den Weg frei. Supreme ist eh auch schon wieder aufgeladen. Was haben wir denn da? Ein Schuss genügt. Oh, auch Tiere aufpassen. So, weiter geht's. Sorry. Wie gesagt, vorher noch verkühlt. Haben wir es jetzt bald, dass wir die Cutscene bekommen? Dann muss ich eh schon wieder fast aufhören.
Beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgeht. Okay, ich bin beim nächsten Bild. Lass mich raten. Guerilleros sind wie Haie, tödliche Jäger mit Messern scharf wie Zähne. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Und wer baumelt da unten rum? Das ist Lucky Mama. Wir wussten ja nie, wann die Soldados unser Lager finden würden. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und noch schnellere nach unten sichern. Lucky meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. Mutig. So wie du. Da können wir schon mal auf die Nummer sicher. Ich bin auch ohne Mama und Papa aufgewachsen. Und du bist doch zur Legende geworden. Viele Guerilleros sind Waisen, Baby Tigre. Es sind nicht unsere Eltern, die bestimmen, wer wir sind, sondern unsere Taten. Wie eine Therapie. So, haben wir es jetzt endlich geschafft. Alter Schwede, das ist ein Weg. Das können wir vorstellen, dass die anderen nicht so leicht drauf kommen. Da ist aber niemand. Ich bin an der Statue. Lobo. Ein Revolutionär, Krieger und guter Freund. Er fiel in der Schlacht, als wir 67 Esperanza stürmten. Gestern war der Jahrestag seines Todes. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich 2 Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jahrer gesehen. Ehrlich gesagt, ich auch noch nicht. Das ist das letzte Bild. Glückwunsch! Du bist auf dem Dach der Welt. Jetzt komm hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, Baby Tigre. Den ganzen Spaß, den schauen wir uns natürlich noch an. Hier einfach runter, oder? Ja, natürlich. Hier geht's auch irgendwie rauf, wenn man will, aber da werden wir wahrscheinlich nie wieder raufgehen. Let's go! Neues Schnellreiseziel, nice! Wo sind wir auf der Map eigentlich? Okay. Ernsthaft jetzt? Ist das. Nee, oder? Das habe ich. Achso, nee, das haben wir. Nein, das ist ja ein Lager wieder. Okay, ich dachte schon, ein Kontrollpunkt. Da haben wir jetzt endlich ein neues Lager wieder entdeckt auch. Sehr schön, na gut, das war ein harter Weg. Gut, da mache ich jetzt definitiv dann nur mehr die Schnellreise, das weiß ich auch. Warum dieser Rucksack jetzt jedes Mal oben sein muss, die Waffen sind alle weg, aber der Rucksack ist oben. Also der Supremo, das finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Das haben wir schon ein paar andere bekritelt. Warum muss der unbedingt oben sein? Und auch in der Cutscene, der Hut und alles geht immer runter, aber der Hauptsache der Rucksack ist jedes Mal drauf. Das ist halt, ja. Gut, schauen wir mal runter kurz. Machen wir das noch? Zugelsiger im Lager. Da wird gleich was losgehen, oder? Ja, Gott sei Dank. So, das ziehen wir uns noch rein, Freunde. Muss gut schauen, wie weit mein Auto ist, ob das gleich da ist. Hola, Dani! Hola, Dani! Was um alles? Du sitzt fest. Der Tod starrt dir ins Gesicht. Was wirst du tun? Ja, ist schon in der Nähe, das Auto. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa ist so kassa, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wieder gebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Lucky Mama, so jetzt lernen wir hier die Leute mal hier in dem Camp hier mal kennen. Ich leide. Vorsicht, Mama. Papes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco, Poet der Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Lorenzo? Kennst du Lucky Mama? Auch ein neuer Herz der Legenden. Charakter hier. Ehrlich, aber sie hat doch geknackt. Merda! Da werden wir wohl für den einen oder anderen wahrscheinlich auch Missionen machen müssen. Sieht nach La Moral für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Ah, passt schon. Neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite, ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buena suerte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen dich nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre.
Der schaut ja fast so aus, als könnte er dann am Ende der neue Chef werden. So gut, wunderbar. Einsatz ab. Ja, optimal. Das ist der Einsatz abgeschlossen. Das ist ja perfekt. So ein bisschen gefailt beim Klettern. Das werde ich auch schon in den Titel reinschreiben. Ah, neue Marke, neue Talisman. Sehr schön. Wunderbar. Clara, ich habe die Legenden getroffen. Nur El Tigre unterstützt Libertad. Du musst alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu überzeugen. Die Leute brauchen ihre Helden. Hoffentlich wollen sie noch Helden sein. Ich weiß. Warum kämpft sie nicht? Ja, wie sie mit dem Hund interagiert, auch nice. So, Ich nenn's Leben. Ich hab eine Mission, Baby. Wir brauchen diese alle. Ah, okay, eine Geschichte, cool. Ja, nächstes Mal werden wir da auch vielleicht einen kleinen Mini-Rundgang machen. Er ist anscheinend jetzt aktuell der Einzige, der hier mit einer Mission, Rang 3, sehr schön. Die werden wir auch gleich nächstes Mal hier mit ihm starten. Er schaut doch wirklich so aus, als wäre vielleicht nächstes Mal, also dann zum Schluss, könnte er hier der Anführer werden. Hola, gefühlt. Baby Tigre. Perfektes Timing. Oder zumindest ein General davon oder irgendwie, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan, ich habe wirklich null Plan. Nur so rein von meinem Gefühl her schaut er aus, als könnte er hier, oder? Dann der Anführer sein, wenn wir den anderen stürzen, den Fuck Anton. Und sie hat Glück, noch am Leben zu gut, Freunde. Cooles Lager, aber ja, hier in den Bergen. Komm her, ich weiß es nicht. Domino. Ja, ich habe mir auch das DLC gegönnt, oder beziehungsweise den... irgendein Spiel, oder was? Okay, das müssen wir uns doch irgendwann mal anschauen, in aller Ruhe. Jetzt habe ich leider keine Zeit. Jetzt machen wir nur einen ganz groben Überblick hier. Da hinten die Aussicht, oder die Musik ist ja auch immer sensationell. Von hier können wir wahrscheinlich starten, oder? Einfach mit dem... mit einem Wingsuit runter, auch geil. Schau mal, hinten gibt es eine... Alter, jetzt sehen wir, sind die Insel, sind wir von hier, oder was? Ja, geil. Aber auf der waren wir, glaube ich, schon sogar. Genau, da unten waren wir schon in dem Gebiet. Ja, sehr nice. Können wir mit dem Wingsuit wegstarten, ja. Neues Lager hier entdeckt, ob eins gibt es dann noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, eins gibt es dann noch. Aber eins weiß ich hier, wenn wir maximal nur mit entweder mit Hubschrauber oder mit der Schnellreise herkommen wieder. Weil die Kletterrunde mache ich nicht noch einmal freiwillig. Ja, wir müssen uns natürlich auch entscheiden, was wir hier ausbauen. Wobei, ich glaube, wir haben eh keine Ding mehr, oder? Die anderen haben wir eh schon alle. Da stellt sich eh keine Frage mehr, also... ganz klare Sache mal La Cantina. Wie ein verdammtes Fünf-Sterne-Hotel. Dann haben wir eigentlich alle mal ausgebaut und schauen, wo wir was brauchen. So, mal kurz einen Blick riskieren, wo mein Auto ist. Mal kurz schauen. Oh, okay, ich muss aufhören. Gut, Freunde. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das soll es für diesen Part gewesen sein. Und wir... ja, sehen uns in unserer kleinen Runde Far Cry 6, solange ihr einigermaßen am Start seid, so zumindest ein bisschen über 10 Aufrufe, ist ja eh für YouTube nur komplett lächerlich, aber für euch mache ich das. Hey. Achso, ist der Koch, okay. Schauen, was mit dem noch geht. Ja, werde ich das natürlich machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, danke fürs Zuschauen, Far Cry geht bei mir auf jeden Fall weiter, solange nicht irgendwie komplett keiner zuschaut. Das muss ich mir auch nachher anschauen noch. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, recht herzlichen Dank und wir sehen uns im nächsten Part. Bei mir natürlich in erster Linie Story. Hey, Elektrowerkzeugen umgehen? Und das eine oder andere Guide, wenn ich irgendwo so eine Krokodilskiste mit einer legendären Waffe finde, die auch einigermaßen okay ist, werde ich die schnell einzeln aufnehmen und wieder hochladen für euch auch, dass ihr da seht, wo die welche Waffe dann zu finden ist. Also, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.